Liebe Schwestern und Brüder, es hat immer eine ganz besondere Schönheit und einen besonderen Glanz, wenn das Andreasfest in den Advent fällt. Wenn es nicht wie letztes Jahr vom Sonntag verdrängt wird oder wenn der Advent so spät ist, dass es noch gerade so in die Schlussphase des Kirchenjahres kommt. Denn die Worte, die wir gehört haben, die Paulus zitiert, auch aus dem Propheten Jesaja, sie beginnen dann im Advent noch einmal besonders zu sprechen. Der Glaube gründet in der Botschaft. Der Glaube kommt vom Hören. Das ist der Beginn dieser beiden Brüder, Andreas und Simon. Brüder aus einer Familie. Mit unterschiedlichen Namen natürlich, aber auch unterschiedlichen Kulturen in den Namen. Einem jüdischen und einem griechischen Vornamen. Das ist in dieser Ecke, wo die beiden herstammen, nichts Besonderes. Wir wissen, dass dies die größte Verkehrsstraße dieser Gegend doch direkt sozusagen an der Haustür vorbeiführt, die Via Maris, wo sich alles tummelt, was als Händler Rang und Namen hat, aus aller Herren Länder. Man ist also offen auch für den griechischen Kulturraum und ist doch zugleich zu Hause im Judentum. Das kann man schon an den Vornamen ablesen, denn die Eltern werden sich etwas dabei denken, wenn sie ihre Söhne so nennen. Andreas und Simon. Der Glaube gründet in der Botschaft. Nach dem Zeugnis des Johannesevangeliums ist es Andreas, der zuerst berufen wird und dann seinem Bruder benachrichtigt. Sagt, komm, wir haben den gefunden, auf den wir warten. Erfüllung des Advent. Andreas, der Erste, der der Botschaft glaubt, nämlich der Botschaft der Person Christi glaubt, als er diese Person trifft, als er ihn sieht und erkennt. Das ist der erste Glaube. Und Simon, Petrus, den späteren Ersten der Zwölf, zum Glauben bringt. Wie kann man glauben, wenn man die Botschaft nicht hört? Fragt Paulus hier im Abschnitt aus dem Römerbrief. Simon macht das vor. Der Vorgang ist hier in den Berufungsgeschichten, in den unterschiedlichen Traditionen der Evangelien vorbuchstabiert. Und deshalb kann zu Recht Paulus hier den Psalm 19 zitieren. Ihre Stimme war in der ganzen Welt zu hören. Wir beten das jedes Mal in der Vigil der Apostelfest. Ihr Wort dringt bis an die Enden der Erde. Das ist wahrhaft apostolisches Glauben. Und wir können uns ganz kurz auch in die menschliche Seite dessen hineinversetzen. Wir hören aus dem Mund des Andreas kein Wort der Zurücksetzung etwa. Ja, aber ich bin doch der Erstberufene, wie ihn die östliche Kirche stolz nennt, weil sie ihn besonders verehrt. Ich bin doch der Erste gewesen. Wieso ist jetzt denn mein Bruder der Erste? Wieso wird der denn jetzt hier der Erste dieses Zwölferkreises? Dieses Wort ist uns aus dem Mund des Andreas nicht überliefert. Leider ist dieses Denken zwar nicht überliefert, aber es ist bis heute sehr aktuell. Auch in den Gremien, die sich auf die Apostel berufen, überall in der Kirche. Apostolisches Glauben geht anders. Allein sich auf die Botschaft, auf das Wort zu verlassen, und das heißt, sich auf Christus zu verlassen, sich auf Christus zu fokussieren und auf ihn einzulassen, auf seinen Weg. Auch der Erste dieses Kreises, der Bruder des Andreas, Simon Petrus, muss das lernen, manchmal bitter lernen. Denken wir nur an dieses harte Wort, hinter mich, Satan. Du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Andreas ist, wie so viele seiner Apostelfreunde aus dem Gremien, ein stiller Zeitgenosse und doch so kraftvoll in seinem Zeugnis. Wir haben das eben in den schönen Worten des Andreasliedes von Peter Gerloff am Beginn besungen. Dieser Bruder des Simon, kraftvoll wie er. Schwächlinge kann Christus nicht brauchen. Aber sie sind alle unterschiedlich in ihrer Kraft. Ihre Kraft ist nicht einfach durch Körperkraft definiert, sondern es sind die unterschiedlichen Geisteskräfte, die in diesen Aposteln wirken und die so zum Fundament der Kirche werden bis heute.
Haben sie die Boten nicht gehört? Fragt Paulus. Doch, gibt sich selber die Antwort. Doch, sie haben sie gehört. Und das heißt es ja auch für uns hier heute Abend. Doch, wir haben die Boten gehört. Es wird uns der Advent geschenkt, dass wir sie neu hören, besser verstehen und dass wir ihrer Botschaft glauben, sodass der Glanz dieser Botschaft erneut ausbreitet in der ganzen Welt. Dafür, wie Jesus den Aposteln nach Ostern sagt, seid ihr Zeugen, und wir dürfen es heute für uns hören, dafür sind wir Zeugen. Sie hören sein Wort, sofort ließen sie ihre Arbeit liegen und folgten ihm.